Nein, nein, nein und nochmals nein. Alles cool, Schatz. Es reicht schon, wenn du einmal nein. Nein, nein, nein. Oh, ist ja gut, wir haben es schon verstanden. Du willst also nicht mit deinem Bodyguard zusammen sein. Hallo. Niemals. Ich brauche einen richtigen Freund. Und du, Papa, wirst mir einen besorgen. Was? Aber, Schatz, ich... Und das war mein letztes Wort. Autsch. Oh, welcher Mensch dachte, das Glas wird eine gute Idee sind? Siehst du, von wegen, sie ist intelligenter als ich. Oh, das ist der reinste Skandal. Wir brauchen dringend irgendjemanden, der doof genug ist, um mit ihr zusammen sein zu wollen. Aber Sir, es gibt doch absolut niemanden, der dümmer ist als ich. Vielleicht finden wir ja irgendeinen in ihrer Schule oder so, oder was ist mit dir passiert? Na, mir ist aufgefallen, dass ich leider keine Saltos machen kann. Aber ich habe dir trotzdem zugehört. Wir gehen zum Dönerladen und suchen nach einem Pinguin. Und jetzt geht's ab in die Schule zusammen. Bleib stehen! Bleib stehen! Hey, hallo, bleib stehen! Ich weiß nicht, wie man das Ding anhält! Wollten die mich jetzt gerade bedrohen oder sowas? Ich habe mich jetzt nicht sonderlich bedroht gefühlt, aber... Hey, Leute, was macht ihr denn da? Hattet ihr einen Unfall oder so? Sieht es so aus, als hätten ihr einen Unfall gehabt? Also, ja. Hatten wir, glaube ich, auch. Aber danke, dass du mir das nochmal bestätigt hast. Otto, komm raus aus dem Ding! Was? Wolltet ihr eigentlich von mir... Warum habt ihr mir denn gesagt, dass ich stehen bleiben soll? Oh, nun ja. Du siehst aus wie ein geeigneter Kandidat für unseren Plan. Ein geeigneter Kandidat für euren Plan? Mich zu überfahren oder was genau? Nein, keine Sorge, wir wollten dich nicht überfahren. Aber das, was wir dir anbieten werden, ist fast genauso schlimm, wie überfahren zu werden. Du musst mit meiner Tochter zusammen sein. Das hört sich doch gar nicht so schlimm an, wenn ich ehrlich bin. Oh, du machst das kostenlos? Ich wollte dir eigentlich $1 Million dafür geben. Aber wenn du sie nicht haben willst, dann ist das kein Problem. Moment, was? $1 Million? Wow! Ich höre auf jeden Fall sehr gespannt zu. Aber können wir das irgendwo bereden, wo wir nicht so auffällig sind? Auffällig? Warum genau denn auffällig? Naja, vielleicht, weil ihr mit einem goldenen Panzer gegen ein Krankenhaus gefahren seid. Und das könnte die Presse interessieren. Die Presse? Presse, 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 Presse. Nein, nein, nicht diese Presse. Diese Presse. Oh ja, das wird richtig die Einschaltquoten in den Himmel befördern. Der reiche Milliardär von Brookhaven greift ein unschuldiges Krankenhaus mit dem Panzer an. Du könntest recht haben. Lass uns das irgendwo besprechen, wo es sicherer ist. Ja, ist ja gut. Wartet ja schon auf mich. Oh Mann, erstmal wollen die mich bedrohen und dann wollen sie mir Geld anbieten und jetzt muss ich mit ihnen schon wegrennen. Oh Mann, ey. Also nochmal von vorne. Was genau möchtest du mir anbieten, dass ich irgendwie mit deiner Tochter zusammenkomme und das für $1 Million? Ganz recht, Cedric. Ich gebe dir $1 Million, wenn du mit meiner Tochter zusammenkommst. Allerdings darf sie das unter gar keinen Umständen erfahren. Oh, das ist aber schon ein bisschen gemein. Ich weiß nicht, ob ich sowas tun sollte. Und was passiert, wenn ich das ablehne? Nun ja, wenn du das ablehnst... Otto! Jawohl, Boss! Erwartest du jetzt irgendwas von mir? Soll ich irgendwas tun? Wo geht's denn? Ach, Otto, wir haben das doch schon 30 Mal besprochen. Wenn ich schreie, Otto, in genau diesem Tonfall, bedeutet das Angriff. Oh, ich habe verstanden. Nein, oh mein Gott! Nein, stopp, Otto, nicht diese Art von Angriff. Ach so, jetzt habe ich es auch verstanden. Okay, ich habe schon verstanden. Also, wenn ich Nein sage, wirst du einfach nur Otto schreien und dann passiert das. Alles klar. Ich werde mir das gut überlegen. Oh Mann, ey. Perfekt. Ich wusste doch, dass du zur Vernunft kommst, Cedric. Otto? Jawohl, Sir. Nein, Otto, du sollst ihm das Geld geben. Oh Mann, einmal mit Profis. Ach so, kein Problem. Oh Mann, ey, das ist so viel Geld. Was soll ich denn nur mit so viel Geld machen? Oh Mann, na schön, ich gehe da mal wieder hier weg, weil ich denke mal, dass es keine so gute Idee ist, bei irgendeinem komischen Otto zu bleiben. Hat da jemand meinen Namen gerufen? Nein, Otto, nein! Oh Mann, woher soll ich denn eigentlich wissen, wer dieses Mädchen ist, mit dem ich zusammenkommen soll? Wow, ist... Oh, da ist irgendein Bild drin. Oh mein Gott, die kenne ich doch. Das ist eine Mitschülerin aus meiner Schule. Oh Mann, also... Na schön, wir probieren das morgen. Hoffentlich funktioniert das Ganze und hoffentlich wird Otto nicht wieder durchdrehen. Oh Mann, ey. Schatz, es wird dich mit Sicherheit freuen, wenn ich dir sage, dass sich all deine Probleme bald in Luft auflösen werden. Wow, wirklich? Das hört sich ja richtig toll an. Wovon redest du? Ach, Schatz, du hast mir doch heute Morgen gesagt, was deine Probleme sind und dass du einen Freund haben möchtest. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall... Hat jemand voll gesagt? Ja, oh. Das hatte ich damit jetzt eigentlich nicht gemeint, aber gut. Ich hoffe nicht, dass du schon wieder versuchst, mich mit diesem blöden Typen zu verkuppeln. Hallo! Oh. Nein, nein, Schatz. Ich weiß doch, dass der Typ total dumm ist. Aber ich habe eine viel bessere Lösung dafür. Eine kuriose Schlagzeile. Die Limousine des... Die Limousine des Milliardärs von Brookhaven hat mich überrollt. Oh. Wahrlich eine erschütternde Schlagzeile. Was war das denn? Oh, keine Sorge. Das war sicher nur ein komischer Vogel. Genau das muss sie sein, glaube ich. Die da hinten in der Limousine, sie hat
Hey, was geht? Ich... Yo, was gehst? Was gehst? Was gehst du mir nicht aus dem Weg? Hau ab! Oh nein, das wird dir ja dir gar nicht gefallen. Nein, stopp. Alles ist gut. Ich hab das völlig unter Kontrolle. Sie liebt mich. Ich wusste das schon die ganze Zeit. Glaube ich zumindest. Hey, du, es tut mir leid, dass ich dich so mega unfreundlich... Oh, hallo, du bist es schon wieder. Oh Mann, ey, das ist Cedric. Der ist so doof, dass sich die Biegen balken. Also erstmal, es heißt die Balken biegen. Und zweitens, du bist doch auch nicht sonderlich intelligent. Wie bitte? Wenn ich nicht intelligent wäre, könnte ich doch keinen Backflip. Aua. Oh Mann, die Leute in der Schule sind wirklich ganz schön nervig. Was du nicht sagst. Und deswegen musst du natürlich lieber mit jemandem wie mir rumhängen. Denn ich werde dich beschützen vor all den komischen Leuten, die... Ich kann mich selbst beschützen. Oh nein, das kannst du nicht. Ich... Hi! Okay, vielleicht kannst du das ja doch... Was machst du denn hier? Oh nein, das wird dem Mega dir ganz sicher nicht gefallen. Nein, ich krieg das schon hin. Mach dir absolut keine Sorgen. Nicht, dass Otto noch irgendwas Dummes macht. Oh Gott. Hey, wer bist du eigentlich? Ich bin Otto. Und wer bist du? Otto, was ist das denn für ein Name? Kannst du wenigstens einen Backflip? Ja, klar kann ich einen Backflip. Wuhu! Aua. Was für ein Otto. Oh Mann, ich muss sie unbedingt finden. Wo könnte sie denn nur sein? Ich weiß zwar absolut nicht mal wie... Ah, da ist sie ja. Hallo, ich... Was willst du hier? Also, hör mal zu. Es gibt ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Ich liebe dich. Wow, wirklich? Ja, ich konnte es dir die ganze Zeit nicht sagen. Aber jetzt habe ich all meinen Mut zusammengefasst und es dir verraten. Ernsthaft? Ganz genau. Oh, ausgezeichnet. Das wird dem Milliardär ganz sicher gefallen. Das muss ich ihm unbedingt sofort berichten. Also frage ich dich das nur einmal. Wollen wir zusammen sein? Nein. Was? Nein? Nö. Aber wieso denn nicht? Ich habe mir nur einen kleinen Spaß erlaubt. Oh Mann, ey. Warum tust du das Ganze eigentlich? Man könnte ja fast meinen, mein Vater hätte dir irgendwie $1 Million gegeben dafür, dass du mit mir zusammen sein willst und... Was? Nein, Quatsch. Das würde dein Vater noch niemals zu... Moment mal, das ist tatsächlich passiert, nicht wahr? Mein Vater hat mir vor kurzem gesagt, er hätte all meine Probleme gelöst. Und das hat er wahrscheinlich damit gemacht, indem er dich dafür bezahlt hat, dass du mit mir zusammen sein willst. Ich hasse diesen Typen. Ja, weißt du, es stimmt schon. Du hast da ein bisschen recht zumindest. Okay, du hast komplett recht. Hör mal, es ist nun mal so, dein Vater bedroht mich. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, was ich tun soll. Können wir zumindest nicht einfach nur tun, als ob wir zusammen wären? Einfach damit irgendwie uns beiden nichts passiert. Wir hassen ihn beide. Vielleicht könnten wir gemeinsam etwas gegen ihn tun. Du hast was gegen ihn. Ich habe was gegen ihn. Thaddäus hat was gegen ihn. Thaddäus? Oh ja, ich hasse ihn ganz besonders, diesen blöden Typen. Von wem reden die überhaupt? Und was sagen Sie dazu, dass ich heute Morgen von Ihrer Limousine überfahren wurde? Das sind alles Gerüchte. Das war... Otto! Otto? Ja, genau, das war er. Otto! Was um alles in der... Ach, das wird doch sicher ein Kinderspiel mit denen, die... Ich bekomme dich noch. Wuhu! Die sind doch alle irre! Was um alles in der Welt war das denn gerade? Ach, das war Otto. Und mein Vater wollte, dass ich diesen Typen heirate. Oh Mann, na schön, dann lass uns auf jeden Fall mal reingehen. Die Familie ist sicher sehr, sehr cool. Hallo. Oh, hallo Schatz. Und hallo Cedric. Ich meine, wer ist denn dieser Typ? Das, Papa, ist Cedric, mein neuer Freund. Genau, und das hier ist deine Tochter und sie ist meine neue Freundin. Oh, wow, das ist ja großartig. Ach, das ist ja schön. Dann hast du jetzt endlich mal jemanden gefunden, mit dem du zusammen sein kannst. Das finde ich ausgezeichnet. Oh ja, das finde ich auch super toll. Oh Mann. Gott sei Dank hat das einfach so funktioniert und es hat mich nicht $1 Million gekostet. Was? 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 Otto! Oh ja, das ist ein ziemlich, ziemlich cooles und teures Haus, wie ich sehe. Und, ja, genau. Ist auf jeden Fall ziemlich schön. Ganz recht. Und das ist mein Bodyguard Otto. Er ist allerdings gerade ein bisschen damit beschäftigt, einen Pressemitglied fertig zu machen. Ja, das sehe ich. Gut, auf jeden Fall. Es ist mir wirklich eine Ehre, mit deiner Tochter zusammen zu sein. Ja, klar. Kann ich vielleicht ganz kurz mal mit dir unter 5 Augen sprechen? Nein, Papa, dein Hühnerauge ist kein drittes Auge. Oh, das ist ja schade. Naja, folge mir. Autsch.
Autsch, 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 autsch. Okay, gut, ich komme ja schon mit. Oh Mann, ey, was ist denn jetzt hier los? Toll hast du das gemacht, Cedric. Ausgezeichnet. Sie scheint überhaupt keinen Verdacht zu schöpfen. Natürlich schöpft sie keinen Verdacht. Ich habe sie ja auch verraten. Was? Was? Naja, wie dem auch sei. Du hast deine Aufgabe wirklich großartig gemacht. Jetzt musst du das nur dein ganzes Leben lang so weitermachen und dann ist das alles in Ordnung. Mein ganzes Leben? Das glaube ich wohl kaum. Oh doch, du weißt, was sonst passiert. Es ist mir völlig egal, was passiert. Und abgesehen davon wirst du mich auf gar keinen Fall aufhalten können. Oh, du willst also frech werden? Nun denn. Otto! Otto? Otto? Haha, das war ja wirklich ein Klacks. Oh Mann, jetzt kann ich keine Backflips mehr machen. Skandalös. Die junge Milliardärstochter prügelt einen minder bemittelten Bodyguard namens Otto. Hören Sie mal, ich wollte... Diese Familie ist irre! Ich werde deine Millionen behalten, weil die habe ich mir redlich verdient. Und deine Tochter wird irgendjemanden finden, der zu ihr passt. Mit Sicherheit nicht ich. Gut, wir sehen uns dann irgendwann anders wieder. Bis dann und ciao. Oh Mann, ey. Weißt du, was sollen wir jetzt eigentlich tun? Ich glaube, Cedric, ich weiß ganz genau, was ich jetzt tun werde. Oh ja, das weiß ich auch. Ich werde jetzt erstmal Backflips machen. Ayo!